Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler. Und als sie mich holten, gab es niemanden mehr, der protestieren konnte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Christiane, lieber Wolfram, lieber Manfred, Martin Niemöller hatte zunächst die nationalsozialistische Ideologie mitgetragen, wendete sich dann aber umso entschiedener dagegen. Er kam 7 Jahre lang in Haft, in Einzelhaft, wurde weggesperrt in Konzentrationslagern, war der Willkür und Brutalität der Diktatur ausgesetzt. Er war, Zitat, persönlicher Gefangener Adolf Hitlers. Dass er, der so mutig Widerstand leistete, überlebt hat, war ein großes Glück. Seine Botschaft kommt mir in diesen Tagen, in diesen Wochen eben unweigerlich in den Sinn. Denn seine Botschaft, sie lautet: Wenn ein Regime nach innen die Freiheit unterdrückt, wie in Russland und Belarus, wenn Ideologie und Propaganda die Wahrheit verdrängen, wenn Meinung und Opposition in die Gefängnisse führen, wenn Wahlen zur Farce werden, dann dreht sich eine Spirale der Gewalt und sie erreicht über kurz oder lang auch uns. Und Niemöllers Botschaft lautet auch: Wenn ein Regime nach außen einen brutalen Angriffskrieg, einen Vernichtungskrieg führt, wenn er Terror in die Welt bringt und Tausende, Zehntausende Menschen tötet, Soldaten wie Zivilisten, ob im Granatenhagel oder ganz gezielte Hinrichtungen, dann dürfen wir nicht warten, bis wir an der Reihe sind. Wir sind nicht unbeteiligt, weil der Krieg geführt wird gegen Freiheit und gegen die Menschlichkeit. Meine Damen und Herren, viel ist gesprochen und auch geschrieben worden über diesen verbrecherischen Krieg Russlands, den Putin über die Ukraine gebracht hat. Ich war ja selbst Mitglied einer Bundesregierung. Ich war Wirtschaftsministerin in Bayern hier und in dieser Funktion bin ich Putin selbst begegnet. Und ich gebe ganz offen zu, ich habe mich in Putin getäuscht. Wir haben uns in Putin getäuscht. Wir haben es nicht für möglich gehalten, dass er ein freies, ein demokratisches, ein europäisches Land angreift, dass er bis zum Äußersten geht, um seine Macht zu demonstrieren, dass er die Ukraine in ihrer Identität auslöschen will und die Friedensordnung in Europa pulverisieren will. Wir hier in Deutschland haben allen Grund zur Demut. Auch wenn wir den Blick nach Osten wenden, wo wir Menschen sehen, die im Freiheitskampf ihren Freiheitskampf angenommen haben, die persönlich bereit sind, dieser Gewalt zu trotzen, Menschen, die wahren Heldenmut zeigen. Und erlauben Sie mir eine kleine Randnotiz: Nicht wer bei uns auf die Straße geht und gegen Lügenpresse und Corona-Diktatur demonstriert, beweist Heldenmut. Heldenmut beweist, wer sich gegen Putin, wer sich gegen Lukaschenko stellt, wer sich gegen einen Unrechtsstaat stellt. Wir Deutschen haben ja ein kleines Problem mit dem Pathos, das ganz große Wort, die ganz große Emotion, der Überschwang, das liegt uns nicht wirklich, weil wir aus unserer Geschichte um die Anfälligkeit wissen für Manipulation und für Missbrauch. Und so muss es uns schon in unserem echten Innersten treffen, damit wir zu Pathos greifen. Und das tue ich an dieser Stelle. Denn Heldenmut zeichnet die Preisträgerin, den Preisträger des Freiheitspreises der Medien aus. Sie gehen voran. Sie stellen ihr Leben, ihre Familie, ihr Wohl zurück. Sie sind unter allergrößter Gefahr herausragende Vorbilder. Die Welt schaut auf diese großen Persönlichkeiten und sie verneigt sich vor ihnen in voller Anerkennung. Martin Niemöller, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist schweres Leid zugefügt worden.
aber er hatte auch Unterstützung. Ein britischer Lordbischof, sehr geehrter Herr Minister, informierte die Öffentlichkeit über seine mögliche Hinrichtung. Er stellte Transparenz her und er machte damit auch Druck. Ähnlich wie es heute die Journalistinnen und Journalisten tun, die der Wahrheit verpflichtet sind und damit den Unterschied machen zur Propaganda. Das verbrecherische Regime tat damals den letzten Schritt nicht. Martin Niemöller überlebte. Er überlebte, weil die Verbündeten, die Vertreter der freien Welt, Hitler-Deutschland in die Knie zwangen, geeint. Und er überlebte, weil ihn deutsche Soldaten in den letzten Kriegstagen von den Fesseln der SS-Schergen lösten, weil sie ganz zum Schluss, zumindest in diesem Fall, den Wahnsinn erkannt haben. Sodass das Menschliche hier im Kleinen obsiegte. Meine Damen und Herren, Krieg in Europa, wütende Diktatoren, alle werden mit hineingezogen. Es ist in der Tat schwer, hier zuversichtlich zu sein. Wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, wissen wir alle, wie wir hier sitzen, nicht. Ob sich die Diktatoren am Ende halten können, wissen wir auch nicht. Aber klar ist, gewinnen dürfen sie nicht. Und dafür braucht es den unfassbaren Mut von Menschen, deren Belohnung im kleinen Rahmen dieser Freiheitspreis der Medien ist und im ganz großen Rahmen die Freiheit sein möge. Das ist unsere Hoffnung, das unterstützen wir mit ganzem Herzen, das ist unser gemeinsames Ziel als Verbündete, nämlich schlicht die Freiheit zu verteidigen. Vielen Dank.